Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch, wieder aus unserer Rubrik Grip Special. Heute machen wir eine Barbecue-Soße, einmal eine klassische Variante mit Speck und einmal eine vegane mit Kräutertofu. So, zuerst Zwiebeln schneiden wir. Na, besser muss ich mal schärfen. Würfel. Na. Heute nicht mein Tag, hier mal Zwiebeln schneiden. So. So, zwischendurch haben wir den Herd schon mal angestellt. Den Tofu, den würfeln wir auch, kleine Würfel. Wichtig halt das Räuchertofu in dem Fall, damit wir Raucharomen reinkriegen. Okay, dann haben wir Speck. So, da schneiden wir ein bisschen hier den Knochen raus. Würfelchen. Zwischendurch haben wir den Herd schon mal angestellt. So, dann geben wir Öl in die Pfanne, die Töpfe. Ganz normales Pflanzenöl rein. Speck in den Reihen rein. Den geräucherten Tofu in den anderen Topf. Den rösten lassen. Der Räuchertofu geht etwas schneller. Klar, weil der muss ja im Prinzip nicht gar werden. Dann die Hälfte der Zwiebeln verteilen. Dann haben wir hier frisch gepressten Knoblauch oder gehackten, je nachdem wie ihr wollt. Zwiebeln reingeben. Dann eben ein paar Knoblauch hinzu. Ein bisschen Chili mit rein. Nur ein bisschen, ne? Ja, bei dem Original, dafür müssen wir noch ein Männchen warten. Und verbrennt uns der Chili und der Pfeffer. So, bei den Dingen da nehmen wir schon mal die Hitze raus. Da kommt dann auch Chili hinzu. Jetzt Chili-Pulver. Pfeffer. So, dann haben wir Ketchup, ganz normalen Ketchup in der. Und fertig sind unsere leckeren Barbecue-Soßen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne unter fragen@derbiokoch.de an mich senden oder folgt mir
bei Twitter unter @derbiokoch.